Hallo, mein Name ist Tim Zwickert. Ich bin 16 Jahre alt und möchte mich für den Jugendrat bewerben. Ich interessiere mich für den Jugendrat schon seit langem und habe das auch eigentlich schon alles verfolgt und so weiter. Und warum ich in die Politik so gerne möchte, ist ganz einfach. Ich beschäftige mich schon seit meinem 8. Lebensjahr mit Politik. Ob es jetzt in der Gemeinde ist oder weltweit, ist da egal, weil ich mich überall interessiere und auch politisch mich ein bisschen engagiere, ein paar Connections habe. Aber worauf ich hinaus wollte, ist nochmal, die Schwerpunkte, die ich gerne im Jugendrat vertreten möchte, sind erstens, ich möchte die Müllprobleme in der Gemeinde lösen, weil alleine wenn man durch Genamburg und Kuhstedt fährt, sieht man eigentlich so viel Müll und das ist einfach traurig und das möchte ich ändern und auch die Digitalisierung in den Schulen und allgemein, das ist, möchte ich auch noch ändern und vor allem, es geht auch einfach darum, dass wir, wenn wir jetzt in diesem Zeitalter, geht es so viel um Technologie und auch Digitalisierung, Internet und so weiter und unsere Gemeinde ist einfach da richtig schlecht drin, vernünftigen Internetausbau zu machen. Und deswegen möchte ich das unbedingt verändern und ich hoffe, ihr unterstützt mich da auch. Und die letzte Sache, die ich noch erzählen wollte, ist, ich möchte auch noch den öffentlichen Nahverkehr verändern, beziehungsweise mehr ausbauen, damit auch Leute ohne Auto, ohne Fahrrad hier mehr von A nach B kommen. Ist ja auch logisch. Und ja, ich habe noch viele andere Sachen, aber das könnt ihr dann auf meinem Insta-Profil oder auch TikTok oder andere sozialen Netzwerken gucken. Jetzt ist Nils dran. Guten Tag, ich bin Nils Simon Hund und bin 15 Jahre alt. Und ich will auch schon, wie mein Kollege Tim Zwickert gesagt hat, möchte ich auch so ein bisschen so was machen hier im Ortdorf. Und mein oberstes Ziel steht bei den Jugendlichen, dass der Ort wieder was für die Jugendlichen wird und man hier vielleicht auch mal mehr zum Rumgammeln hat, mal mehr Sachen und vielleicht auch mal eine Graffiti-Wand, wo Graffiti drauf gesprayt werden kann. Und so weiter und so fort. Auch Ausbau der Schulentechnologie, dass hier mal endlich mal die geben jedes Jahr für ja so viel Geld für die Zugschienen aus, wieder aufs Neue erneuern, die nur, dass hier einmal im Jahr, ein halbes Jahr ein Zug lang fährt. Und das möchte ich halt auch ändern. Und ja, das war's. Und ja, das war's mit unserem Wahlvideo, beziehungsweise halt unsere Vorstellung. Und Nils und ich haben viele Überschneidungen bei verschiedenen Themen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, in diesem Thema bzw. in diesem Fall zusammenzuarbeiten, um halt euch Wähler zu erreichen und auch zu versuchen, mit euch zusammenzuarbeiten. Und wir werden natürlich dafür sorgen, dass jeder gerne jederzeit zu uns kommen kann und auch mit uns reden kann. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder so.